Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alle Advancements in Minecraft. Und heute werden wir ein bisschen verzaubern, weil jetzt haben wir ja die XP-Farm. Das heißt, wir haben im Grunde genommen unendlich Level. Und das heißt, wir können jetzt uns ans Verzaubern von den restlichen Sachen machen. Dafür gucke ich jetzt erstmal, was brauche ich überhaupt noch? Und was ich theoretisch noch brauche. Ich hab mir überlegt, ich könnte, das ist eigentlich echt Verschwendung, aber wir müssen es theoretisch sowieso machen. Ich mache mir eine Deer-Hoe. Denkt euch jetzt mega Verschwendung, aber das Ding ist, wir müssen sowieso später eine Deer-Hoe machen, weil wir müssen für Serious Dedication natürlich eine Netherite-Hoe machen. Und wenn wir sowieso schon eine Deer-Hoe machen müssen, ich meine, wir haben unendlich Level, dann können wir sie auch theoretisch einfach OP verzaubern. So, why not? Dich wollte ich nicht hier haben. Oh, ist das angenehm, Alter. One-Shot. Nice. Wow, Efficiency 3. Seriously? Das ist echt lame. Naja. Ich werde mir Bücher verzaubern. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Weil das Ding ist, ich brauche sowieso Unbreaking für die Leiter. Die einzige Möglichkeit, die ich habe, um für die Leiter Unbreaking zu holen, ist sowieso über Bücher. Und dann legen wir mal los. Piercing 2, ja, das könnte ich gebrauchen eventuell. Depth Strider, oh, okay. Schaden ist 3. Channeling, oh, Channeling ist gut. Channeling ist nicht schlecht. So, jetzt habe ich nicht mehr genug Level zum Verzaubern. Das heißt, jetzt gehen wir ans Kombinieren. Zuerst einmal würde ich die Bögen, glaube ich, kombinieren. Ist wahrscheinlich am sinnvollsten. Power 5, Flame, Unbreaking 3. Und dann packen wir da direkt auch noch Mending drauf. Sehr gut. Dann würde ich auch direkt Mending auf die Elytra packen. So. Den Helm, das sollte noch reichen. Den Helm kann ich auch theoretisch schon kombinieren. Erstmal kann ich schlafen gehen. So. Damit haben wir alle Level verbraucht. Das heißt, wir gehen wieder zu unserer Farm und laden uns auf. Und das Nice ist, jetzt können wir auch einfach hier durchfliegen. Okay, dann let's go. Weiter verzaubern. Aqua Affinity. Efficiency 4 ist natürlich auch stark. Piercing 4. Okay. Ja, warum nicht? Efficiency 2. Protection 3 ist vielleicht nicht schlecht. Oder brauche ich das überhaupt noch? Ja, auf den Schuhen brauche ich noch Prot 4. Okay. Impaling 4. Ja. Okay, dann Protection 3 würde ich dann noch nehmen. Das und Aqua Affinity. Die beiden kann ich direkt benutzen. Okay. Okay, dann packe ich jetzt auf meine Silbtört-Spitzhacke Mending drauf. Würde ich sagen, kann ich auch meine Fortune-Spitzhacke damit kombinieren. Und dann kann ich das machen. Das packe ich dann später auch auf diese Spitzhacke drauf. Packe ich mal, damit ich weiß, dass das zusammengehört, packe ich das mal dahin. Alles klar, dann gehen wir wieder in den Nether. Was ich dann auch eben, wenn ich schon gerade im Nether bin, machen kann. Ach ja, das ist ein Advancement übrigens. Nehme ich hier mal das Age Debris mit. Schade, das war nur eins. Ich meine, theoretisch, es würde es vielleicht Sinn machen, einfach direkt auch die, hier ein bisschen nach Age Debris zu suchen. Weil dann kann ich die Spitzhacke direkt wieder aufladen, wenn ich jetzt sowieso gleich zur Farm gehe. Das macht, glaube ich, Sinn. Was war nochmal die Kombination für
G war's. F3 und G. Alles klar. Weil dann graben wir uns hier einfach an hier so einer Chunkgrenze lang. Da ist es nämlich am wahrscheinlichsten, das zu finden. Aha. Eins, zwei. Ah, nee. Boah, ich hab mir gerade schon. Ja, komm. Ich hab mir gerade schon gedacht, boah, wenn das jetzt verbrennt, ne? Aber kann's ja nicht. Ancient Debris kann ja nicht verbrennen. Sehr nice. Come on, eins. Really? Oh, und deshalb ist es das am besten, das an der Chunk-Grenze zu machen. Das war nämlich einer, der generiert ist, und das ist noch einer, der generiert ist. Sehr nice. Sehr nice. Noch eins. Aha. Deshalb immer rundherum ein bisschen freilegen, dass sich da immer noch welche verstecken können. Alles klar. Ich würde sagen, das passt erstmal. Wir haben jetzt damit schon 16 Ancient Debris. Das ist doch gar nicht schlecht. Okay, dann machen wir mal mit dem Verzaubern weiter. Oh, Impaling 5. Holy shit. Okay, das ist eine Menge, aber Impaling 5 kann ich gut gebrauchen eigentlich. Damit habe ich im Prinzip dann Depthstylus 2. Efficiency 2, ja. Dann die hier wollte ich kombinieren. Fortune 3, Efficiency 4, Mending. Ja. Alles klar, haben wir eine Mending-Schaufel. Dann packen wir auf die Axt auch direkt noch Mending drauf. So, und jetzt haben wir Netherite-Scraps. Das heißt, wir können uns vier Netherite-Ingots machen. Okay, so. Mein Helm kann ich auf jeden Fall schon machen. Netherite-Helmet, okay. Sehr nice. Und meine Schuhe auch. Ja, oder? Ich weiß nicht, ob ich das machen will, bevor ich die vollständig verzaubert habe. Ja, komm, aber ganz ehrlich, warum nicht? Damit haben wir auch eine weitere Achievement erfüllt. Wir sind full Netherite. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch Folgendes. Wir gehen jetzt noch in die Bastion. Da sollte ich dann aber vielleicht die ins Inventar nehmen, sicherheitshalber. Falls ich zu viel Schaden durch die Brutes nehme. Die machen mir ja gar nichts. Ich habe gedacht, die machen mir mega Probleme, aber die machen ja gar nichts. Die sehen so aus, als wären sie friedlich. Netherite Ingot. Eisenblock ist auch nice. Den nehme ich vielleicht auch mal mit, wenn ich dafür noch irgendwie den Platz finde. Eins, Curse of Vanishing. Naja. Pickstep ist natürlich nice. Komm, den einen Platz habe ich gerade sowieso. Kann ich Pickstep auch mitnehmen? Warum nicht? Oh, ein Piercing 3 Crossbow.
Den würde ich mal mitnehmen. Ja, komm, dann packe ich dafür Pickstep wieder weg. Piercing 3 ist schon echt nicht schlecht. Alles klar. Ich glaube, damit müssten wir die Bastion durchhaben. So, das ist eine sehr gute Ausbeute. Alles klar, wir haben einen Crossbow. Das ist schon mal stark. Wir haben noch mehr Netherite. Das machen. Und dann das. Haben wir Efficiency 5, Unbreaking 3, Mending und Fortune 2 Schaufel. Das ist vollkommen übertrieben eigentlich für eine Schaufel, aber ich meine, warum nicht, ne? Dann können wir theoretisch noch Mending auf die Hoe drauf machen. Weil wir haben sowieso gerade noch ein Mending-Buch und das ist das Einzige, was noch fehlt. So haben wir Mending auf der Hoe. Eigentlich vollkommen eine Verschwendung. Aber naja, das ist doch nicht schlecht. Wir haben dann auch nochmal zwei Netherite-Ingots. Hier, den kann ich noch eben umcraften. So, zwei Netherite-Ingots. Ich denke mal für das Schwert. Das ist das Offensichtlichste. Obwohl ich mir da nicht sicher bin. Das Ding ist, bei der Rüstung habe ich jetzt. Okay, hier bräuchte ich noch Unbreaking drauf. Aber ansonsten habe ich eigentlich bei der Rüstung alles, was man braucht. Depthstrider, klar, aber da bin ich theoretisch bei den Büchern schon dran. Wenn ich noch zwei Depthstrider-Bücher kriege, habe ich das auch. So, das Ding ist, bei dem Schwert ist es dann vielleicht smarter, noch Dia-Schwerter zu verzaubern, statt die Bücher. Dadurch kriegt man dann eher Fire Aspect. Das ist das, was ich noch brauche. Dadurch kriegt man dann eher Fire Aspect, wenn ich Dia-Schwerter verzauber, als wenn ich Bücher verzauber. Allerdings sollte ich erstmal mit den Büchern weitermachen, weil ich ja sowieso Unbreaking brauche. Und wenn ich da dann zufällig Fire Aspect bekomme, umso besser. Aber dann würde ich sagen, machen wir da in der nächsten Folge weiter. Versuchen unsere Sachen noch mehr zu upgraden. Und machen sicher noch irgendwas anderes. Mal sehen was. Also wenn ihr es nicht verpassen wollt, abonniert diesen Kanal. Bis dann.